Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück, während hier mein Controller sich ausgeschalten hat. Erst ist, wenn man ganz kurz noch was machen muss, obwohl man eigentlich aufnehmen möchte. Und dann spontan sich der Controller ausschaltet. Eigentlich ist es ja ganz gut, ne? Spart den Akku. Und... Nein, das tut mir leid, das tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich bin eben mit dem Controller auszusehen gegen den Tisch gekommen. Keule. Alles gut. Scheibenkleister. Ach ja. Oh Mann, ey. Das ist, ja, was soll ich sagen? Hier ist überall diese brennende Flüssigkeit. Ah, ich bin so gespannt auf Starfield, muss ich sagen. Hab ich schon gelesen. Jetzt geh doch mal. Gibt's doch nicht, ey. Da kommen wir her. Ich habe schon gelesen, dass es wohl Andeutungen geben soll von der Spielwelt auf Fallout. Das wäre natürlich krass, wenn man das irgendwie so die Brücke schlägt, so nach dem Motto, so die Zeit nach Fallout, so zig hunderte oder tausend Jahre später. Ja. So, alles hat sich dann wieder zum Besseren gewendet. Wobei, naja, wir wissen, dass das bei der Menschheit nie funktionieren wird. Die einzige, ja, sagen wir, Sci-Fi-Sache, wo es so ist, ist halt Star Trek nach wie vor. Woanders funktioniert es nicht. So, Schmiedekunst kann ich nie verbessern, da bin ich nicht gut genug. Da, warte. Hab ich jetzt ein oder zwei Pünktchen? Ein Punkt. Wir könnten das verbessern. Achso, nee, ich brauche 40. Achso. Wenn ich ausschließlich schwere Rüstung trage, gibt es nochmal einen Bonus. Den habe ich. Doch, den habe ich schon. Was ist der? Den habe ich schon. Das hier? Ja, unbewaffnet. Wer macht unbewaffnete Angriffe? Also, ganz ehrlich, geht's noch? Das geht auch noch nicht. Nächster Angriff mit Schwertern. Wir haben kein Schwert. Angriff mit Streitkolben. Wir haben eine Axt, glaube ich, ne? Oder? Ja, gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Den Bögen, ja, das könnten wir verbessern. Das hat echt schon Vorteile. Taschendiebstahl wäre auch noch so eine Sache. Ja. Machen wir mal so. Das war da die Fähigkeit verbessern, weil Taschendiebstahl ist echt gut. Ich weiß noch damals bei Morrowind, da habe ich wirklich so mein Leben als Taschendieb verbracht. Was aber daran lag, achso, die Ecke ist das. Ach, dann kommen wir hier wieder raus. Okay, gut zu wissen. Was daran lag, dass man bei Morrowind echt schwer an gute Gegenstände kam. Das war halt echt ganz schön heftig teilweise und dann hatte ich mich dazu entschieden, einfach mein Leben so zu verbringen. Das funktioniert auch ganz gut. Okay. Ja, und hier geht's ja auch nochmal wohin, ne? Das Wächtergewölbe. Da müssen wir eigentlich nicht hin. Ich möchte aber trotzdem einmal hier hin. Guck mal da vorne, was ist das? Gildenmagier. Es ist nun um mich geschehen. Meine Wunden sind zu tief. Daher habe ich beschlossen, hier zu bleiben und diesen Bereich zu verschließen. Ich kann nur beten, dass Selonus es hinausgeschafft und diesen furchtbaren Ort für immer versiegelt hat. Dann wird mein Tod wenigstens nicht vergeben sein. Ah, nicht so ganz. Ja, wir müssen schleichen. Gut, dass du im Schleichen gut bist. Zumindest etwas. Mhm. Schau sich das mal einer an.
Ort kommt mir bekannt vor. Irgendwas machen wir doch später noch mit dem Ort. War das nicht so? So eine Art Excalibur. Ja, was war hiermit doch? Diese Tür wird durch Magie geöffnet. Ach stimmt, war das nicht so, dass man jeweils die Tür nur öffnen konnte durch irgendwelche... Ja. Ich glaube, da musste man Eis anwenden und hier was Feuer. Aber die ist schon offen. Also gucken wir mal runter. Ziemlich blutig hier. Hier wegen Veränderungen, ja, Aufleveln und sowas. Vielleicht mal die ganze Zeit. Mein Veränderungszauber wirken. Wie gesagt, hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich damals Veränderungen hochgeskillt habe, nur durch Kerzenschein bzw. andere Lichtzauber. Es geht, es dauert sehr lange. Ist ziemlich nervtötend mitunter, aber es geht. So, Geldbeutel. Notiz eines alten Schmugglers. Diese Magier und ihre Magie sollen verdammt sein. Alles lief gut und wir hatten ein schönes Leben und die Gewinne strömten in Hülle und Fülle herein, bis der Boss sich erklärt hatte, diesen Dummköpfen mit ihrer Falle zu helfen. Ich wette, diese Aktion wird uns das letzte Hemd kosten. Zaubertrank der Gesundheit. Gesundheit. Ja. Dramdra. Anhänglich, ne? Schrecklich mit dir. Okay. Jetzt ist die offen. Was haben wir da? Lelonus Tagebuch. Was geschehen ist, kann nicht wieder rückgängig gemacht werden. Wir haben unseren Plan in die Tat umgesetzt und den Auftrag erfüllt, mussten dafür jedoch einen entsetzlichen Preis zahlen. Mit Hilfe der hier lebenden Schmuggler haben wir ihm eine Falle gestellt und ihn festgesetzt. Da wir Informationen über seine Vergangenheit besitzen, haben wir die sterblichen Überreste seiner geliebten Frau hergebracht, hoffend, dass ihn dies zu uns locken würde. Unser Plan hat funktioniert, doch etwas ist furchtbar schief gelaufen. Oh, wie gemein, ne? Die Frau wieder ausgebuddelt, ne? Fies, ey. Ob es ein Fehler unserer Magier oder die tiefere Magie der von ihm geführten Waffe war, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich weiß nur, dass unsere Verzauberungen aus irgendeinem Grund zu einer Aufteilung seines Wesens führten und wir plötzlich nicht gegen einen, sondern drei von ihnen kämpften. Doch unter großen Mühen konnten wir sie voneinander dort trennen und in den Kammern dieses Gewölbes einsperren. Falls überhaupt, war dies jedoch nur ein kleiner Sieg. Da ich noch nicht sagen kann, was er uns wirklich gekostet hat. Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder meiner Gilde dieser Aktion überlebt haben, da ich die Siegel dieser Türen nicht brechen kann, ohne unseren teuer erkauften Erfolg zunichte zu machen. Mir bleibt nur noch, auf ihre Rückkehr zu warten und zu beten. Wenigstens ist es ein geringer Trost, dass unser Feind seine Klinge nicht mehr führen kann, da er und der magische Schild nun eins sind. Er ist daran gebunden, gleichermaßen als Gefangener und Hüter. Leider waren unsere Verluste zu hoch, denn obwohl wir ihn hier in diesem Gewölbe gefangen haben, weiß ich nun, dass außer mir nur einer meiner Kameraden überlebt hat. Doch für Trauer ist nun keine Zeit, da wir diesen Ort versiegeln und den Rat umgehend Bericht erstatten müssen. Er muss erfahren, was hier geschehen ist. Mein Kamerad ist schwer verwundet, besitzt aber hoffentlich noch genügend Kraft, um mir zu helfen. Wir dürfen nicht scheitern. Ja, und das ist dann der Kamerad, den wir da gesehen haben, der hier dann vorne lag, der gar keinen berichten konnte. Das lief wohl nicht so gut. Was haben wir hier? Entzaubern. Ja, was machen wir? Achso, das ist doch eine Kriegsaktiste. Handschuhe des Faustkämpfers.
Ausdauer. Marinestärke, genau. So. Gucken wir mal. Ich will einen Zauber wirken. Was haben wir hier? Schmiedekunst. Na, machen wir mal hier Gesundheit verstärken. Genau, das kann man ja eigentlich auf die meisten Sachen anwenden. Ach, ich habe gar keine Seelensteine dabei. Na, dann muss ich es abbrechen. Ah, die habe ich, glaube ich, alle im Haus gelassen, ne? Kann das sein? Kann das wirklich sein? Aber gut. Ich mache hier ein kurzes Päuschen. Wir sehen uns dann morgen wieder und dann erkunden wir mal den Rest und wissen ja jetzt schon anscheinend, dass wir die einzelnen Teile dieses Geistes wohl befreien werden.